Hallo Welt, da frieren wir wieder. Und wir sollten erstmal in wärmere Gefilde wechseln. Wir sind schon ganz schön am Erfrieren. Und unser Pferd, das sieht auch nicht mehr so schön blau aus. Ein bisschen weiß. Ja, unser Pferd ist schon etwas weiß. Neben dem Blau. Oh, Moment, ich wollte schneller reiten. Kann es jetzt gar nicht, weil uns so kalt ist. Wir haben nämlich auch einen Plan, aber dazu sollten wir erstmal wissen, in welche Richtung wir reiten jetzt. Moment, 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 Moment. Okay. Überredet, wir öffnen einmal ganz frech das Tagebuch. Unser Quest-Tagebuch Wachwechsel. Darum wollen wir uns jetzt kümmern. Wachwechsel, nämlich zu Helgen Reborn gehört das Ganze. Alle neuen Rekruten müssen ins Gelände, damit wir ihre Kampffertigkeiten richtig beurteilen können. Korst wird mir für jeden der Soldaten die Aufgaben zuweisen. Rede mit Korst, um mit der Bewertung der Wachen zu beginnen. Ganz genau das machen wir. Dafür dürfen wir also nach Rifton. Hoffentlich etwas schneller gleich. Und hoffentlich nehmen wir auch den kürzesten Weg dorthin. Aber erstmal sollte es gleich schön warm werden hier. Und ich weiß ganz genau, wir können was mit der Kleidung machen. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Da geht's nach Rifton. Was sagte ich? Nach Helgen müssen wir nicht nach Rifton. Den richtigen Weg nach Helgen müssen wir finden. Sollen wir jetzt mitten durchreiten hier? Das ist doch bestimmt nicht richtig. Geht alles. Na, da sollte es uns jetzt schon wieder besser gehen. Etwas wärmer sollte es schon sein, ja, ja. Oh, hey, Wanderer. Was machst denn du hier? Ist das dein Hund? Ja, wahrscheinlich. Aha. Habe ich gesehen, eine Assassine. Oder ein Dieb. Wir wollen aber gar nicht mit dem sprechen, also beeilen wir uns. Der Bär kämpft immer noch mit seinem Skiver vor uns. Krasses Wetter hier, oder? Also mir wird übel. Mir würde übel werden, wenn ich hierher reiten müsste. Bei diesem Wetter. Ja, und jetzt ist es die große Frage. Oh nein, das ist gar nicht die Wegesgabelung. Richtung Rifton erstmal oder... Ich glaube nein, wir müssen nicht Richtung Rifton erstmal. Wir können gleich rechts irgendwo rum, oder? Ah, die Sache ist die, Wege, die von Helgen aus überall hinführen. Die führen ja überall hin. Also wir kommen von Helgen aus, je nachdem welchen Weg wir nehmen. Wir kommen nach Rifton, wir kommen nach Winter, wir kommen nach Weißlauf, wir kommen nach Einsamkeit, nach Oryxstadt. Überall natürlich. Nicht in der Reihenfolge. Und nicht nur über einen Weg. Müssen wir natürlich wissen, welchen Weg wir da nehmen. Ah, die Kaiserlichen. Ja, müssen wir jetzt auch wissen, wie es zurückgeht. Vor uns, ich glaube, der Berg, den wir da vor uns sehen, den großen, der ist schon gar nicht so schlecht. Da können wir schon versuchen hinzukommen. Haben wir jetzt die falsche Abzweigung schon genommen? Da müsste doch gerade eine Abzweigung gewesen sein. Ja, da ist doch auch eine. Nein! Wow! Da, der Wolf! Schnappt ihr den Wolf! Was macht ihr? Gemeinsame Sache, das gilt nicht. Das machen wir ja auch nicht. Das wär's, wenn wir uns mit den Wölfen hier zusammenschließen. Ah, da hat aber nicht mitgerechnet, dass wir einfach über ihn hinwegspringen.
Das Pferd ist kaputt. Ich will ein neues. Das reitet doch gar nicht richtig schnell. Da, jetzt kann es schon wieder nicht. Weißlauf. Riften. Und Windhelm zurück. Ah, ist die Frage. Aber irgendwo müsste auch Helgen sein. Wir reiten mal hier rauf. Ja, das könnte richtig sein. Wenn wir gleich irgendwo rechts abbiegen, dann müsste das hier richtig sein. Aber was machen wir denn, wenn irgend so ein Scherzbold mal die Schilder verdreht einfach? Okay, die Füchse machen wenigstens nichts. Och, jetzt hört mir aber auf, Wolf. Ah ja, okay, ich meine, wir sind hier richtig. So, an der Beinbrecherhöhle sind wir, glaube ich, zuvor auch schon vorbeigekommen, aber hieran erinnere ich mich jetzt gar nicht, dass wir hier so einen steilen Weg nach unten geritten wären. Also, als wir hier in diese Richtung geritten sind natürlich. Jetzt reiten wir natürlich rauf. Ah ja, ich glaube... Riften? Was? Weißlauf? Das kann ja nicht... Doch, das wird so sein. Windhelm, Iverstadt. Und ich glaube, wir müssen hier über die Brücke. Nein, daran erinnere ich mich nicht. Aber trotzdem, ich bin ja stur. Ach, das ist hier... Nee, das geht hier... Nein, das ist nicht richtig. Das geht hier nur oben zu so einer Feste... Zu so einer Festung. Ja, da müssen wir nicht hin. Das ist falsch. Wir sind hier schon falsch geritten. Wir müssen da irgendwie rechts rüber. Die nächste Abzweigung nehmen wir rechts. Abzweigung nach rechts hier, wenn es geht. Oh doch, Moment mal. Doch, wir sind hier so ein bisschen durch. Doch. Wir sind durch so einen Birkenwald geritten. Oh, das ist dann aber noch ein ganz schönes Stück bis Helgen. Och, der Sturmatronarch und der Bär auf der Brücke. Was machen die denn da alle? Gegen den armen Waldelf. Dem sollten wir eigentlich helfen. Jetzt aber. Zeig mir, wo Helgen liegt. Riften? Ah, Helgen. Ja, wir sind richtig. Okay. Schön. Gerade wird es auch etwas feuchter. Ja. Wir haben einfach die falsche Kleidung immer an. Aber hier sind überall so viele Gefahren. Wir können uns nicht auch noch um die Kleidung kümmern. Da kommt der Bär sofort wieder. Oh nein, gleich kommen die Kultisten auch wieder. Oh nein! Also hier sollte es doch wärmer werden schon, oder? Oh, gleich wird es wieder kälter, wenn es hier bergauf geht gleich. Helgen. Ja, das ist richtig. Ja, die Kultisten. Ich sag es ja nur.
Wird das etwa dunkel schon? Ja, dann haben wir da oben ein Lager. Sind das Kultisten? Das sind keine Kultisten. Das sind normale Wanderer. Ja, wir sollten am Lager dann also ein Lager aufschlagen. Vielleicht ein wenig Feuer machen und uns aufwärmen. Oder wir ziehen das durch und reiten bis Helgen durch jetzt. Ich weiß nicht so genau. Ach komm, wir reiten nach Helgen, da können wir immer noch in den Himmel gucken und Frostfall starten. Ach so, müssen wir gar nicht, weil das ja scheinbar alles irgendwo abgespeichert wurde. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, der direkte Weg hier nach Helgen ist das. Oh, bergab, da geht's ein bisschen mit unserem Pferdchen. Na, doch irgendwie nicht lange genug, wie es da so reitet. Da ist er ja wieder. Korst! Good to see you. Ich bin bereit, die Rekruten zu bewerten. Okay, let's see. This says that vampires have taken over an old ruin near the lake west of here and have been abducting travelers along the roads. Take one on Dune with you and check it out. And no matter what you do, don't let them touch you. Ja, ja. Also, Vanan Dune dürfen wir mitnehmen. Hoffentlich finden... Ach, da hinten stehen sie jetzt alle. Ach, das ist ja schön, wenn die alle da stehen. Halt, Moment, ihr seid das überhaupt nicht. Fühlt ihr euch krank? Siehste. Ihr braucht etwas? Nein, ihr seid neue, ihr seid... Mhm. Hey, cool. Hier passiert ja richtig was. Oh, was ist passiert? Durstig sind wir. Seltsamen Durst? Moment, da gucken wir aber mal, was für einen Durst wir jetzt haben. Seltsamen Durst oder was war das? Wie kommt denn das? Verringert Gesundheit um 25, wird zu Vampirismus. Wir haben sanguinare Vampiris. Aber woher? Aus Riften bestimmt. So schnell? Oha. Irgendwer hat doch auch gesagt, wir sehen so krank aus. Ewige Heilung? Nein. Höchste Heilung? Nein. Krankheitsheilung? Ja. Heilt alle Krankheiten. Okay. So. Magie? Magie? Ja. Oh, okay. Wir haben es geschafft. Ja, aber wo sind sie denn jetzt, unsere Leute, die wir da geholt haben? Da ist er doch. Vanan Dune. Hallo. Ich habe einen Spezialauftrag von Korst erhalten. Ihr sollt mir folgen. Oh,
What? Where are we going? Ein paar Vampire umbringen, wenn das nicht unterhaltsam klingt. Wanandun hates filthy vampires. He does not want to be touched by one of them. Wanandun shall follow. Mhm. Guck an. Moment, wir lassen uns das mal auf der Karte anzeigen, wo das ist. Och, das ist hier in Wimmerwind, südliches Bollwerk. Ja, dann ist das wohl da. Ja. Also immer der Straße Richtung Falkenring nach, also einfach immer dieser Straße. Wir stehen hier schon richtig so. Immer nach unten. Da wird es dann wenigstens auch wärmer. Und wir sind in der Nähe von unserem Haus. Ja. So it's true. You're Dragonborn. Sure's bones. I wouldn't have ever believed it. Jetzt bin ich aber gespannt. Nichts. Ich wundere mich. Wacker. Ich wundere mich. Hier, die haben aufgehört, hier zu kloppen. Die haben aber auch hier so einen kleinen Weg hier freigeräumt, scheinbar. Das war doch vorher alles verschütt hier. Ah, schön, schön. Ja, gut. Da könnte noch ein bisschen was wegräumen, aber das Haus da drüben scheint ja auch wieder ganz gut hinbekommen zu haben. Das war doch auch total zerfallen. Ist immer noch ein bisschen kaputt, aber schon mal schöner als vorher. So, ich werde reiten. Da werden wir auch nicht abgelenkt dann, wenigstens. Und du bist ja schnell, du bist ja gut zu Fuß. Du schaffst das. Das ist ein gutes Training für dich. Ja, so ganz, denke ich, werden wir das jetzt wohl nicht mehr schaffen, aber wir werden noch in die Nähe kommen des Ortes. In der nächsten Folge werden wir also gegen Vampire kämpfen. Es geht doch bergab, da könnten wir doch etwas schneller, oder? Ja. Bergab geht gut. Und das war's. Wow. So eine große Kröte hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Och, das ist ja noch ein ganzes End. Ja, aber es ist vor Falkenring, also ganz so weit ist es dann doch nicht. Aha, da oben, das wird es sein. Müssen wir oben rein oder unten? Wir werden erstmal oben rein. Oh, da steht ja einer. Oh nein! Ich wollte nicht darunter. Das ist ein bisschen laut, oder? Moment. Ein bisschen laut, sagte ich. Audio-Effekte. Ja. Ja. Lassen wir das mal so. Da steht nämlich einer. Freund oder Feind? Ach, was fragen wir überhaupt? In den Kopf. Hoffentlich ist das hier überhaupt. Ist der runtergefallen irgendwo? Da gingen jetzt aber einige Särge auf, habe ich so den Eindruck. Wimmerwind, südliches Bollwerk. Ach so. Südlich? Müssen wir südlich? Wo ist er denn? Hey, das ist dein Job hier. Moment, wir schauen noch mal auf die Karte. Und die Karte sagt uns, ja, wir könnten hier rein. Macht der Bedrohung durch die Vampire ein Ende.
haben, jawohl. Ach komm, das machen wir in der nächsten Folge. Da haben wir dann etwas mehr Zeit. Und müssen uns nicht so abhetzen, alles hier, das... Aha, Moment, den einen kriegen wir vielleicht. Mit Seelenfang sogar. Er bleibt aber schön stehen hier. Ist eigentlich so gruselig. Oh, hoppla. Ja, das gefällt mir aber nicht, dass die sich so seltsam verhalten hier. Da bekommen wir unsere Pfeile ja gar nicht wieder. Kommt der auch so komisch an hier? Ah ja, du machst es schon. Oh. Halt, halt, halt. Wir wollen doch seine Seele. Warum verstecken die sich eigentlich immer irgendwo hinter? Na? Das gefällt mir nicht, dass die sich so komisch bewegen. Na, seht ihr das auch, was ich sehe? Eine Truhe, unbewacht. Ist das wirklich unbewacht? Schicken Eisenstiefel. Oh. Rolle der Hysterie. Na, das können wir wenigstens verkaufen. Das wiegt ja nichts. Es geht schon weiter. Keine Panik. In der nächsten Folge allerdings dann. Hey, wir können Schnee aufsammeln? Schnee hinzugefügt. Ja, ja. Praktisch. Ja. Hey, das ist neu. Ja, das ist nicht gut. Er soll umkippen, wenn er schon so steht. Was ist hier los? Ah, entweder kam oder es kommt noch einer daraus. Oh, oh, oh. Hungrig sind wir. So eine wärmende Suppe. Wir haben doch auch Tomatensuppen, so viele. So, wie jetzt gemacht. Ja, also schön, liebe Welt da draußen, dann bedanke ich mich an dieser Stelle nämlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.